Vielen, vielen lieben Dank, lieber Nils, für diese fantastische Anmoderation. Ja, ihr habt richtig gehört, eine ganze Stunde gibt es jetzt hier ausnahmsweise pünktlich um 23 Uhr P3 nur für euch. Ihr habt es euch immer gewünscht und wir haben uns gedacht, was die Community sich wünscht, das bekommt sie auch. Deswegen heute ein Special zu einem Thema, was ich normalerweise um 21 Uhr nicht zeigen dürfte, denn es ist ab 16, ich rede, wir haben es oft genug erwähnt heute, von Battlefield Bad Company. So sieht's aus. Das ganze Spiel kommt am 26. Ich habe falsch rum. Das war Absicht, dass ich da falsch rum hingehalten habe. Das ist irgendwie die neue dadaistische Spielepräsentation, die mittlerweile so modern geworden ist. Bad Company für die PlayStation 3 natürlich, kommt, glaube ich, auch noch für ein anderes System raus, aber da muss man sich ja nicht drum kümmern. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Titel, der es mehr als zu Recht verdient hat, hier auch mal ein bisschen länger vorgestellt zu werden. Deswegen extra heute die späte Stunde und viel, viel Zeit, um euch das Spiel ein bisschen näher zu bringen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dazu gibt es noch einen Gast, den ich erst später hier willkommen heiße und am Ende der Sendung aber auch noch eine Blu-ray-Präsentation. Habt ihr ein bisschen warten müssen auf neues Futter. In der Vergangenheit sind ja hier die Wiederholungen gelaufen vom P3. Wie gesagt, heute alles frisch, fromm, fröhlich, frei. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem an, worum es heute den ganzen Tag gehen soll. Nämlich mit Battlefield Bad Company aus dem Hause EA. Und das Ganze entwickelt von der Software-Schmiede DICE. Die Serie Battlefield ist ja eigentlich eher bekannt vom PC. Es gab allerdings auch schon eine Konsolenvariante mit Battlefield 2 Modern Combat für die Xbox, Xbox 360 und PlayStation 2, die nicht ganz so bei den Consoleros angekommen ist. Und jetzt will EA aber mit Bad Company probieren, das Ganze auch für die Konsolenzocker ein bisschen zugänglicher zu machen. Wir haben aber noch genug Zeit, um auf verschiedenste Details des Spiels einzugehen. Und jetzt wollen wir aber erstmal mit dem Intro starten, denn Story ist auch bei Bad Company sehr, 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 sehr wichtig. Normalerweise Battlefield ja eher bekannt für die Multiplayer-Parts des Spiels, also gerade auf dem PC ging es halt immer um diese epischen Multiplayer-Schlachten. Aber hier bei Bad Company gibt es auch eine sehr hervorragende Singleplayer-Kampagne und die überzeugt vor allem mit wirklich einer grandiosen Sprachausgabe, auch in Deutsch, mit das Beste, was ich an deutschen Synchronisierungsarbeiten bei einem Spiel in letzter Zeit gesehen habe. Und deswegen sind vor allem auch zwischen den einzelnen Missionen die Zwischensequenzen wirklich richtig, richtig sehenswert. Und wir starten jetzt hier unmittelbar mal mit dem Intro, wo auch der Hauptcharakter vorgestellt wird. Schaut es euch einfach mal ein bisschen an. Willkommen im 222. Bataillon der US Army. Das ist die B-Kompanie, in die sie alle reinstecken, die nirgendwo reinpassen, von der Army als entbehrlich eingestuft werden. Man nennt sie die Bad Company. Ein zusammengewürfelter Haufen von Außenseitern, die unserem Land als Kanonenfutter dienen. Mein Name ist Preston Marlowe. Für das, was ich getan habe, hätte ich im Bau landen können. Stattdessen versetzen sie mich hierher. Das ist meine Geschichte. Private Preston Marlowe, melde mich zum Dienst, Sir. Meinst du, dass du hier richtig bist? Ich denke schon, Sir. Wie viele Leute sind schon gestorben? So an die 13? Das ist doch die B-Kompanie, oder? Ja, das ist sie. Aber lassen Sie diesen Yasser-Scheiß. Ich bin Sergeant und nicht der verdammte Präsident. Okay, Entschuldigung, Sir. Ich meine Sergeant. Lassen wir das. Der da drüben heißt Sweetwater. Hey, willkommen in der Spielgruppe. Er ist Haggard. Hey, alles klar? Du riechst noch so sauber. Mein Name ist Redford. Nenn mich so oder Sarge. Wir sitzen gemeinsam in der Scheiße. Gut, Sarge. Weißt du, welchem Squad ich zugeteilt bin? Du riechst irgendwie nach Greenhorn, wie ein neues Spielzeug. Ja, ich wette 3-2, dass er bis Freitag tot ist. Sarge? Du kannst hierbleiben. Greenhorn. Greenhorn. Okay. Ja, wie gesagt, sehr spannende Zwischensequenzen. Vor allem bei der Zwischensequenz habe ich mich jetzt tatsächlich auch an was erinnert gefühlt, was mir letztens noch passiert ist.
Nach dieser Nummer stellte mein Programmdirektor mich vor die Wahl. Entweder 9 Live oder die Versetzung in die B-Kompanie zu den gefürchteten 360ern. Ich wusste nicht, was mich dort erwartet, aber die Nummer mit dem Hubschrauber und die bescheuerten Klamotten ließen nichts Gutes erahnen. Würde ich meine geliebte PS3 jemals wiedersehen? Darf ich als Ex-Zivi überhaupt eingezogen werden? Und wer wird wohl Europameister? Ich hoffe, schon bald Antworten auf all diese Fragen zu finden. Einen wunderschönen guten Tag. Also ich bin jetzt hier der Neue. Ich weiß noch nicht genau, wie das irgendwie laufen soll, aber ich meine, bei so einem schönen Wetter wird doch jetzt nichts irgendwie Schlimmes, Dramatisches passieren, oder? Du Weichkacker! Du elendes kleines Männchen! Du hast bisher im Hotel Mama gefrühstückt! Aber die Zeit ist jetzt vorbei! Hier bist du geschliffen! Bist du ein gutes Pferdchen? Bist du ein gutes Pferdchen? Du bist kein gutes Pferdchen! Du bist ein faules, fettes Pferdchen! Wie geschritt nicht vergessen, die Arme hoch! Runter mit dir! 208! 209! 210! Jetzt hast du mir auch noch den Stock kaputt gemacht! Ich werde dir beibringen, was du sagst, der Ermüdung auszutreten! Und gut gelaunt, ein bisschen lächeln, so wie ich! Hoch! Faule Falle heutzutage, das war auch bis zum Einzeitnetz. Hoch! Pferdchen, hopp, hopp, hopp! Blut und Schweiß, der beste Freund eines Armeesoldaten. Oh nein, Mama. Also wenn du dir nicht ein bisschen mehr Mühe gibst, dann wird es nichts mit dem Abschlussball. Ja, aber dann musst du da schöne rosa Kleider. Okay, nochmal von vorne. 1, 2, 3, 1, 2. Mann, ihr macht euch keinen Kopf. Ich bin froh, dass das irgendwie relativ schnell wieder vorbei war und ich jetzt heute zum Glück hier... Oh nein! Fahrflüchtiger! Faulhund! Fieser Hund! Fettes, kleines, fettes Pferdchen! Sarge, aber Sarge, ich würde... Ist das der feine Zwirn, den die Armee dir gestellt hat? Nein, Sarge! 18, hoch! Erstmal 20 Mal Sack! Zack, Sack! Sack! Oh Gott, nicht Sack! Sack! Ja, bitte mehr! Bitte mehr Begeisterung fürs Thema! Sergeant Hey Marienkorps! Ich bin und du bist davor! Ich bin drin und du davor! Wir laufen zusammen weg! Wir laufen zusammen weg! Ich ess Brot und Speck und du nichts! Ich ess Brot und du nichts! Vergiss, er hat doch kein Wert mehr! Ab in die Umkleidekabine! Dir werde ich zeigen, was bedeutet! Raus hier! Schnell! Und ihr habt stillgestanden! 15 Sekunden! Pause! 30 Sekunden! 1,5 Minuten mal ihr Zeit! Raus! Keimfrei! Scheint Ihnen ja nicht geschadet zu haben! Der kleine Auftritt im P3-Lager. Was haben Sie denn überhaupt? Was haben Sie denn gelernt in der Zeit? Ich habe gelernt, dass auch Spiele Spaß machen. Und bin natürlich, ich habe vor allem gelernt, dass ich zurück zu meiner geliebten PlayStation 3 kehre und nie wieder mit den 360ern was zu tun haben mag. Guten Appetit. Colin, wir haben eigentlich gesagt, dass wir ab jetzt wieder normal sind. Aber ach, haben wir dann? Ja. Nein, schon. Schon okay. Lecker. Mir macht sowas manchmal dann Sorgen, wenn man dann merkt, wie viel Spaß das meinen Mitarbeitern bereitet, hier in diese Rolle zu schlüpfen und hier als Schinder den armen P3-Moderator in der Gegend herumzuscheuchen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll heute vielmehr darum gehen, dass wir eine Runde Battlefield spielen. Und zwar Battlefield Bad Company für die PlayStation 3. Kommt ja auch für die 360, ich wollte schon sagen, bald raus, aber kommt ja tatsächlich gleichzeitig raus. Mhm. Übermorgen, am 26. wird es dann soweit sein, aber den ersten Einblick bekommt ihr natürlich hier von mir bei P3 und ich habe das Spiel tatsächlich auch schon durchgespielt. Also, das ist... Überraschung.
Colin, normal, was bedeutet... Okay, ich weiß, das ist ein dehnbarer Begriff, wenn es um deinen Gemütszustand geht, aber inwiefern... Okay, wir werden das im Laufe des Spiels oder des heutigen Abends vielleicht noch ergründen können, den Herrn Gable in seinen Untiefen. Du legst die Messlatte hoch hier, ne? Ich hab's durchgespielt. Ich hab's durchgespielt, also wenn du vielleicht in naher Zukunft auch nochmal vorstellen willst, musst du es auch mindestens durchgespielt haben. Ich bin dann gespannt, ob du auch was gelernt hast beim Durchspielen. Nicht viel, aber auf jeden Fall habe ich gelernt... dass die Story wirklich wichtig ist auch bei dem Spiel. Und um euch jetzt aber nicht allzu viel zu spoilern, weil im Moment hat, wie gesagt, eigentlich von euch da draußen dürfte es noch niemand gespielt haben, bis auf die Demo, die übrigens, und das finde ich sehr faszinierend, 1,5 Millionen Mal runtergeladen wurde, ist innerhalb von 2 Wochen. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich, das ganze Ding. Und ich sage jetzt relativ wenig zur Story immer, weil ich euch da jetzt auch nicht spoilern will. Bin jetzt hier aber auch nicht in der allerersten Mission, sondern bin so ein bisschen weiter. Und will euch einfach mal so ein paar Sachen zeigen, die Bad Company halt auch wirklich ausmachen. Wie zum Beispiel das Feature, dass man wunderbar eigentlich hier auch alles zerlegen kann. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Maschinengewehr jetzt den Baum auf kannst du. Da, da sieht man, wie auch der Baum umfällt. Und das ist wirklich grandios. Also es macht richtig, richtig Spaß. Ist die Frostbite Engine. Eine Engine, die extra halt dafür konzipiert wurde, um halt das Environment so komplett zerlegen zu können. Und man muss ja sagen, rein grafisch trotzdem immer noch auch, kann es durchaus, obwohl alles zerstörbar ist, kann es auch mit aktuellen anderen Titeln durchaus noch mithalten. Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Schöne ist an diesen Bäumen, es ist ja nicht so, dass du irgendwo hinschießt und dann bricht er immer an derselben Stelle ab, sondern dass es wirklich auch verschiedene Bruchstellen gibt. Also dass man von oben bis unten wirklich so... Könnte man hier ausprobieren. Genau. Visiere ich mal an. Anvisieren übrigens mit L1. Na, jetzt steht nämlich da unten vom Rumpf da schon noch einiges. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man jetzt aber nicht mehr... Doch, doch, du kannst noch ein bisschen was wegnehmen. Da, zack. Perfekt, also macht richtig Spaß. Und ist auch wirklich ein Spielelement, was durchaus wichtig ist. Aber genauso wie das Zerschießen wichtig ist, ist auch die Geschichte sehr wichtig. Und wir gucken uns ganz kurz die Zwischensequenz auch nochmal an. Spielen Golf, während das Volk verhungert. Hey, seht mal, unser Helikopter! Der fliegt aber ganz schön nah an die Stützpunkte ran. Das dürfte kein Problem sein. Offiziell sind sie auf einer Suchmission. Die Serdaristaner werden sie in Ruhe lassen. Ich weiß nicht. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Scheiße. Oh, Scheiße! Scheiße! Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Sieht aus, als wären wir hier nicht mehr wirklich neutral. Over. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Wissen wir. Machen Sie weiter und finden Sie Serda. Over. Aber wie kriegen wir ihn ohne fliegenden Untersatz hier raus? Over. Wollte ich gerade sagen. Es gibt da 3 feindliche SAM-Stellungen. Schalten Sie sie aus, dann bekommen Sie Ihren Heli. Roger. Out. Okay, da ist die erste. So. Hier muss ich auch direkt mal sagen, ich habe ja auf der 360 das Spiel auch schon einige Stunden gezockt. Aha, durchgespielt? Noch nicht ganz. Ich wollte mir das Schmankerl natürlich noch übrig lassen. Erstmal ab, vielleicht kann ich mir ein paar Strategien bei dir abgucken, so für die letzten wirklich schweren Level. Nee, aber ich habe es meistens auf Englisch gespielt, denn es sind ja alle Tonspuren drauf. Ja. Und ich fand die englische Synchro schon richtig, richtig gut. Und hatte mal in klassischer Zockermanier richtig Angst vor der deutschen. Aber da muss man ja wirklich einfach mal ein großes Kompliment an EA aussprechen. Da haben sich offensichtlich das einiges kosten lassen. Denn das sind ja wirklich, glaube ich, fast alles so ziemlich bekannte Filme. Sprecher auch gewesen, ne? Die man so kennt aus dem Kino. Ja, man richtig gut kennt das ja, dass man umgesetzt. Immer wieder dann davor sitzt und so denkt, okay, wer ist das nochmal? Mhm. Also welcher Schauspieler wird hier gerade von quasi dem Charakter hier Achtung! Gesprochen? Panzerwagen rollt an! So, und jetzt hier, also Elemente mit dem, Fahrzeuge sind auch wirklich wichtig im Spiel. Ja, allerdings muss man sagen, du kannst, wie du es gerade gemacht hast, du kannst ja den Sitz wechseln. Boah, damn. Okay. Wow, du hast ja bisher... Raketenwerfer. Bin ja auch weit gekommen. Aber gib mir auch direkt die Gelegenheit, ein Feature anzusprechen, was wirklich ansprechenswürdig ist, nämlich das Respawn. Also, wenn wir mal kurz wieder ins Spiel gehen, sehen wir, dass ich jetzt... Ne? Natürlich, klar. Bitte dich, alles vorbereitet. Ja. Ich weiß ganz genau, wer wo sitzt. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, sehen wir, dass der Speicherpunkt kurz davor war und ich jetzt auch hier wieder in demselben Fahrzeug gespawnt bin, welches... ich gerade verlassen habe. Und was noch viel, viel wichtiger ist, dass eigentlich alle, und nicht nur eigentlich, sondern es ist auch faktisch so, dass alle Gegner, die ich im ersten Versuch quasi eliminiert habe, auch jetzt immer noch eliminiert sind. Also kann quasi jeder dich eliminieren und du schießt deinen Kollegen ab und es wird peu à peu leichter. Ja, genau.
Was man natürlich jetzt auch so ein bisschen monieren könnte im Sinne von, ja, das, dadurch wird das Spiel ja doch ein bisschen zu easy. Okay, der war schon. Ja, was heißt zu easy? Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie sich das gehört, und die sind wirklich fein abgestimmt. Ja, definitiv. Also ich spiele es jetzt hier auch auf normal, es gibt das Ganze noch in schwerer. Jetzt zeige ich auch noch ein Feature, nämlich die Tools. Die Tastenbelegung beim Spiel ist so, dass ihr eigentlich alles mit den Schultertasten macht. Also mit R2 macht ihr den Wechsel zwischen den primären und sekundären Feuermodus. Ist meistens halt hier diese Granate versus den normalen Schuss. Hier mit dem Granatwerfer kann ich jetzt auch gleich nochmal das tolle Feature mit allen Zerstörbar zeigen und sowas. Hier, also das ist immer wieder schön, wenn man sich dann einfach mal seinen eigenen Durchgang in die Häuser ballert. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also wie gesagt, kann man mit R2 machen, ne? Definitiv. Das Zerstören, vor allem wenn du nachher noch stärkere Waffensysteme hast, ist der Hammer. Einfach mit so einem Mörser da alles wegzuballern, macht echt Spaß. Und es ist so praktisch. Ich habe echt mehrfach die Situation gehabt, dass ich dachte, ah, ist eine Mauer, ne, ich bin jetzt zu faul, irgendwie den Haupteingang zu suchen. Ich mir meinen eigenen Eingang. Genau. Super praktisch. Echt. Ja, ist echt gut. Hier mit L2 kann ich zwischen den Tools hin und her schalten. Das hier ist so das mit das wichtigste Tool überhaupt, was das ganze Spiel aber auch sehr arcadisch macht, nämlich der Selbstheilmodus. Damit kann ich meine, ja, unlimitiert, also unendlich meine Gesundheit reparieren. Und reparieren kann ich auch jetzt hier mit dem Tool die einzelnen Fahrzeuge, Vehikel und ähnliches, die mir so im Laufe des Spiels begegnen. Das war jetzt hier auch wirklich nötig, weil der ist ganz gut weggeballert worden, aber letztendlich hatte ich noch ein anderes? Nee. Ich glaube, du kannst aber nur eins von diesen Haupttools gleichzeitig tragen. Genau, ich wollte eigentlich wechseln, weil dieses Reparaturdingen ist jetzt auch nicht so super praktisch. Also da ist als Alternative so der Raketenwerfer doch deutlich unterstützender bei dem, was man hier eigentlich zu erledigen hat. Ja, fahren ist auch easy. Ich meine, hier fahre ich mit L1 vorwärts, mit L2 rückwärts. Schalt doch gleich vielleicht nochmal einmal in die, wenn du das Auto fährst, sollten wir diese Szene überleben. Aber ich weiß ja nicht, was du geplant hast. Dass du noch einmal in die Cockpit-Perspektive des Autos schaltest. Man meint dann hin und her, man kann ja auch dann noch Radios. Genau, weil das finde ich nämlich nett. So. Auf dem Radar sieht man auch immer noch, wo noch irgendwelche Feinde unterwegs sind. Wie zum Beispiel da hinten der mit dem Raketenwerfer. Der hat mich jetzt glücklicherweise nicht erwischt. Und hier hinter dem Haus ist, glaube ich, noch einer. Dafür muss ich jetzt wieder in die Fahrerposition wechseln. Kann dann wieder die Position tauschen und kann dann hier den letzten noch erledigen. Das ist ein bisschen doof. Ja. Also ich finde das ein bisschen suboptimal. So, aber das meintest du jetzt hier? Genau. Ich finde, das sieht nicht nur cool aus, sondern auch dieses Radio-Feature. Ja, da kannst du ja auch umschalten. Genau. Also mit D-Pad nach unten kann man hier zwischen den einzelnen Radiosendern hin und her schalten. Erinnert ein bisschen an GTA. Da unten ist einiges los. Was die da wohl für ein Handicap haben. Die spielen sicher alle richtig gut. So, und hier wieder sehen wir rechts Speicher. Das bedeutet, dass wir jetzt relativ entspannt erstmal ein paar von den Bäumen hier wieder umballern können. Das finde ich zum Beispiel auch gut. Man merkt halt schon, dass das hier ein größeres Kaliber ist, daran, dass die Bäume viel schneller umfallen, als wenn du die mit deinem kleinen Hand-MG abgeballert hast, wie eben. Ja. Das ist schon alles, also in Sachen Waffensysteme haben die schon sich echt Mühe gegeben, das alles so schön abzustimmen und so Waffenfreaks da schon viel, viel Spielzeug an die Hand zu geben. So, hier sollte ich jetzt mal aussteigen, weil mein Gefährt jetzt langsam nicht mehr so mitmacht. So, und jetzt bin ich halt hier im Nahkampf. Immer mal wieder sich heilen. Ja, ist im Prinzip das Heilsystem, ich glaube, da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber es ist halt so eine Weiterentwicklung von diesem typischen Halo-Call-of-Duty-System, wo halt automatisch geheilt wird, sobald man lang genug außerhalb des feindlichen Feuers sich bewegt. Ja. Hier ist es halt auch so, es dauert halt einige Zeit, bis man dieses Heil-Item wieder einsetzen kann, was dann so viel heißt wie, auch wenn man unendlich davon hat, muss man sich trotzdem gut überlegen, wo und wann man das einsetzt. Weil bis das Ding manchmal wieder aufgeladen ist, kann man auch schon wieder gestorben sein. Genau, also gerade so in heftigen Gefechtssituationen, wie jetzt eigentlich auch hier gerade. Rennen mache ich, indem ich den L3 gedrückt halte, also den linken Analogstick reindrücke. Zwischendurch, seht ihr, immer aufpoppen, kann ich auch die Waffen meiner Gegner aufsammeln. Na, ist er jetzt oder ist er nicht? Ich glaube schon. Sollte er auch auf jeden Fall. Und auch sehr wichtig, das hier ist nämlich so die Auffüllstation. Da kann ich Munition und alles weitere wieder auffüllen. Die sind zum Glück relativ viel
platziert. Also da findet man eigentlich immer wieder was. So dass man selten Probleme hat, dass einem die Munition ausgeht. Schwieriger ist es tatsächlich dann schon eher, die vernünftigen Waffen zu finden. Ja, erwähnenswert ist vielleicht auch noch, ihr seid zwar zu viert im Team unterwegs, aber man hat weder die Möglichkeit, den Helden zu wechseln, sprich den Charakter zu wechseln, noch den Kollegen taktische Anweisungen zu geben. Also die reagieren komplett autonom. Ja. Und es gibt auch keinen Koop-Modus, ne? Also leider nein. Das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber allein die Kommentare von den Kollegen, die sind schon, also es gibt also ein schönes Squad-Gefühl, weil der Humor hier echt nicht nur durch die Stimmen als solches gut in die deutsche Version übertragen worden ist, sondern auch einfach extrem viel Witz hat. Das ist halt sehr Schwarzhumor, euch das Ganze. Aber definitiv. Also teilweise gibt es auch Beschwerden darüber, dass das halt zu albern dann ist und so ein bisschen so die Intensität des Kriegsschauplatzes irgendwie zerstört. Ups. Übrigens, die eigenen Leute sind quasi unsterblich. Also die kann man ruhig auch mal beballern, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, so. Es ist halt einfach, wenn man, glaube ich, den knallharten Ernstkrieg virtuell umgesetzt haben möchte, dann muss man halt Call of Duty spielen. Das hier will halt auch gar kein Call of Duty sein in dem Sinne. Ups. Schnell wieder heilen. Das ist so eine Reaktion, die man ganz oft hat, dass man sich dann erstmal kurz in Sicherheit bringt, um sich dann zu heilen, um dann halt schnell wieder hervorzukommen. Hier kann ich jetzt auch mal eine andere Strategie zeigen. Ich baller einfach die Hauswand weg und dann hat er sich mir quasi schon hier auf den Servierteller platziert. So, ich muss, ich weiß gar nicht, was es diesmal ist, ob es eine Radarstation oder ein Funkturm oder was auch immer ist. Davon gibt es relativ viele im Spiel, die man immer mal wieder erledigen muss. Hier ist es, glaube ich, der Funkturm. Ja, diese Flak. Genau. Ach, die Flak, genau. Die Flak, damit quasi gleich die Hubschrauber uns wieder abholen können. So, hier kann ich jetzt auch mehrere platzieren. Eine hätte gereicht, aber ich meine, zwei machen halt ein bisschen mehr Bums. Ja, so, dann will auch was für die Explosion Auge sehen. Schön. So wird's gemacht. Eine weniger. Davon sind es jetzt insgesamt drei. Das ist sehr oft im Spiel. Ich kann eigentlich auch mal die Waffen wechseln, damit wir vielleicht auch mal andere Waffen sehen. So, das ist jetzt das russische Standardgewehr. Wow! Okay, da war dann doch noch einer. Irgendwo, der mich dann hinten noch erwischt hat. Und du wolltest gerade den Panzer entern. Genau, ne? Das werde ich jetzt noch machen. Das ist nämlich das Schöne an dem Spiel, dass man hier wirklich echt sau viele Fahrzeuge hat. Okay, hier soll ich mal schnell weg, weil das sind echt zu viele Leute. So, gucken wir doch mal, ob wir jetzt nicht lebendig da in den Panzer reingehen können. Ja, wir haben jetzt auch nicht mehr viel Zeit, deswegen können wir hier mal so einen kleinen Zerstörungsorgie machen. Ja, schieß mal so ein bisschen in den Wald, denn das macht echt schon riesen Spaß. So. So ein richtig schön dicht besiedeltes, das erinnert mich immer an Predator. Diese Reinholzen und... Also das ist wirklich der Hammer, also das macht schon... Ja. Aber wenn das dann alles so runterfällt und knallt, komm, wir lassen uns nochmal einmal aufladen und mähen wir hier nochmal ab. Ich habe so manche Mußestunde damit zugebracht. Ja, also, und das hat wirklich eine taktische Komponente in dem Moment, wenn man mich teilweise sein Ziel noch nicht so komplett sieht, muss man dann halt, ja, sich da einfach ein bisschen Platz schaffen, um dann freie Sicht zu haben. So, das war's für den Moment. Wir machen aber natürlich gleich weiter, dann gibt es noch ein bisschen mehr von Bad Company und ich werde gleich auch noch ein bisschen online zocken gehen, denn das ist bei Battlefield zumindest bisher immer so gewesen, das Hauptelement von allen Spielen und wir gucken nochmal, wie das bei Bad Company aussieht, ob es auf Konsole auch mindestens genauso viel Spaß macht wie für einen PC. Giga hat euch lieb. Und das vollkommen zu Recht, denn ihr seid das Beste, was man als Fernsehsender sich wünschen kann. Und deswegen haben wir auch so gesunde und mental voll auf der Höhe befindliche Moderatoren. Was hast du gesagt? Die waren tatsächlich auch mal in den Sendungen ausleben dürfen. Was? Und diesen Militärfetisch. Da?
Ich glaube, ich kann dich nie wieder so sehen wie vorher. Nichtsdestotrotz haben wir neben der fantastischen Sondersendung heute mit einem 16er-Titel für euch Bad Company natürlich auch auf der Seite alles, was ihr drumherum braucht. Neben den informativen Artikel vor allem etwas, was ich euch jetzt noch etwas näher bringen möchte. Denn wenn ihr mal eure entzündeten Äuglein da rüberwerfen wollt, seht ihr einiges an fetten Preisen, die nicht für den Colin gedacht sind, damit er hier in der Sendung mitmacht, sondern die natürlich nur für euch da draußen sind, und ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, euch diese fetten Preise, unter anderem zwei PlayStation 3s, ich habe übrigens jetzt nur eine hier hingestellt, damit noch ein bisschen Platz ist, verschiedene Soundsysteme von JVC und natürlich auch noch der LCD-Bildschirm von JVC, die ihr alle gewinnen könnt. Und wie ihr das macht, ist ganz einfach. Ihr geht natürlich auf eure Lieblingsseite, giga.de, da gibt es fantastische Sendung und auch fantastische Buttons, die hier immer rechts zu finden sind. Und da geht ihr einfach mal auf Bad Company, kommt dann unmittelbar zur grandios gestalteten Microsite, wo ihr alles Wissenswerte über das Spiel bekommt. Aber neben Trailer und Screenshots vor allem auch noch hier unser tolles Gewinnspiel. Da müsst ihr einfach mal draufklicken und da seht ihr schon, was ihr als Preis abgreifen könnt, wenn ihr mitmacht und dann auch natürlich gewinnt. Nämlich hier sehen wir ganz kurz PlayStation 3 plus den JVC LT32A90BU und dann auch noch ein grandioses 5.1 Soundsystem von JVC. Und was ihr dafür machen müsst, ist einfach ein bisschen kreativ sein, nämlich hier in dieser Sprechblase einfach was reinschreiben. Ach, das bin ich mal spannend. Colin stinkt. Deswegen hast du gestern Überstunden gemacht. Und die Rechnung von deinem Gagschreiber habe ich auch gefunden. Jetzt macht das alles plötzlich Sinn. Drei Stunden überlegt, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Aber hat sich gelohnt. Und dann hier euren Namen, eure Adresse und so weiter eintragen und das Ganze abschicken. Wir haben wirklich schon hunderte von Teilnehmern in dem Gewinnspiel bekommen und da sind teilweise tatsächlich kreativere Sätze drin, als das, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Was würdest du denn schreiben, Colin? Ich würde sagen, soll ich ausschneiden, Colin, und soll ich stattdessen Micha hinschreiben? Schnauzer, Hals-Maul zum Beispiel. Oder Eselskopf, guck nicht so. Ah, von dir waren die so unglaublich. Oder deine Mutter oder sowas. Mutter. Also ich habe auch ein paar mit ins Rennen geschickt, denn ich finde die Preise schon richtig... Richtig fette Preise. Ja? Und wenn ihr aber denkt, oh Mensch, ich bin aber so unkreativ und ich kann doch eigentlich nichts außer klicken, kein Problem, auch für euch Klickgestörten da draußen, haben wir etwas Grandioses, nämlich wieder einmal unsere fantastische Winwiese, die sich die schöne Winwiese. Thematisch passend natürlich dieses Mal um die EM dreht, deswegen auch dieses fantastische Emsig-Wortspiel. Emsig klicken, da einfach mal drauf gehen und da seht ihr, dass es fast noch fettere Preise zu gewinnen gibt. Das gibt's doch gar nicht. Beim grandiosen Bad Company Gewinnspiel. Nur mal ganz exemplarisch, also es gibt das PlayStation 3 Bundle, die Wii Sports Pack, eine Wii Fit, verschiedenste DS Lite Systeme, Kameras und so weiter und so weiter. Wenn wir hier auch mal drauf gehen, hier auf unseren Toppreis, das PlayStation 3 Bundle, dann sehen wir auch nochmal, was zu dem Bundle dazugehört, nämlich hier noch das Soundsystem. Dieser Balken, der davor steht, nämlich das hier da unten das Soundsystem von Logic 3. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von mybuy.de. Und da muss man darauf achten, dass man mybuy nicht wie kaufen, sondern wie von schreibt. Also mybuy.de. Die haben uns unter anderem dieses PlayStation 3 Bundle zur Verfügung gestellt. Also ihr seht, alles was ihr braucht, findet ihr auf giga.de und alles was ihr über Bad Company schon immer wissen wolltet, erfahrt ihr heute hier von mir und meinem Kollegen Colin Gable. Ja, nenn mich ruhig Kollege, du kannst mich auch Vorgesetzte nennen. Ja, würde ich gerne, aber weißt du, meine Mama hat mir immer beigebracht, nicht zu lügen, Kind. Gott. Idol. Ja, eben, deswegen ja. Wegbereiter einer schildernden Zukunft auch. Einer Generation des Glückes. Ja. Also viele Namen beschreiben ihn. Ich muss aber erstmal. Das verbindet dich ja mit Gott, ne? Ich meine, also der hat auch viele unterschiedliche Namen. Das gute Aussehen. Achso, okay. Viele Namen, die ein und dasselbe letztendlich nur beschreiben. Aber das ist ein Thema, was wir vielleicht bei dir in der Sendung nochmal vertiefen. Das machen wir. Jetzt wollen wir den Multiplayer von Bad Company ein bisschen besser vorstellen, also ein bisschen konkreter vorstellen. Ich gehe jetzt hier mal in ein schnelles Ranglistenspiel. Pass mal auf. Ist eigentlich sehr entspannt. Oh mein Gott! Du hast so viel Halt gespielt, glaube ich. Jetzt müsst ihr, ich muss die Kamera wegschalten. Ja, genau. Und ich kann die aber auch wieder auseinanderbiegen, weißt du?
Voll in Langweilen. Möchtest du ein bisschen spielen? Nee, mach du mal. Scheinst mach du mal. Du nee. Oder sowas. Also, Kollege Neudert kriegt online aufs Maul. Das lasse ich mir noch nichts in der Welt entgehen. Nein. Denn ich habe schon fleißig geübt und habe trotzdem aufs Maul gekriegt. Aber ich glaube, das ist ein Schicksal, was man, wenn man noch nicht so viel Zeit online verbracht hat mit einem Spiel, eigentlich immer erleiden muss. Vielleicht ganz kurz. Online funktioniert so, ihr meldet euch ein quasi automatisch an, wenn ihr zum ersten Mal online drücken wollt bei EA. Da kriegt ihr dann auch eine Bestätigungsmail auf den Account, den ihr bei eurer PlayStation 3 angegeben habt. Könnt dann über schnelles Spiel oder auch ein selbst erstelltes Spiel hier online gehen und dann habt ihr die Möglichkeit zwischen 5 verschiedenen Klassen erstmal auszusuchen. Also Sturmsoldat, Sprengstoffexperte, Aufklärer, Spezialist oder Versorgungssoldat. Da kann man sich entscheiden, für was immer man auch will. Ich nehme jetzt hier mal den Sturmsoldat. Die unterscheiden sich natürlich in der Bewaffnung, in den Tools, die sie mit dabei haben, und so weiter und so weiter. Und hier kann ich jetzt, wenn ich mir meine Waffe ausgesucht habe und alles weitere bereit bin, dann kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich hier an der Basis einsteige oder halt direkt ins Squad reinspringe. Mache ich jetzt als Sturmsoldat natürlich, dass ich hier ins Squad reinspringe. Die Mission besteht darin, dass ihr quasi als Verteidiger euer... Oh, steige ich mal hier ein. das war ein Fehler. als Verteidiger... Noch ehe du den ersten Schuss abgegeben hast. Ja, ich, nicht mal in die Luft. Ich wusste, dass das ein Fehler war, da ins Auto einzusteigen. Aber ich kann einfach nicht widerstehen, wenn irgendwas mit 4 Rädern da vor mir steht. Ich dachte, ich hätte dann eine fettere Bewaffnung und könnte mehr ausrichten. Aber dem war leider nicht so. So. Sehr gut. Dann geht's doch schon los hier, Giga for You. Ersten erledigt. Hast du Salut? Wie viele können da maximal mitspielen, weißt du was? Hab ich mir aufgeschrieben. Wow! Hab ich mir aufgeschrieben, sind 24 oder 12, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich tippe mal auf 24. Es sind 24. 24 Spieler gleichzeitig online. Und die Mission besteht also darin, dass man als Verteidiger muss man sein Gold verteidigen und als Angreifer muss man das Gold der Gegner in die Luft sprengen. Hast du das gleiche System im Heilen hier? Wie in der Singleplayer-Kampagne? Oder ist das gute anders? Frage. Das muss man freispielen. Also es gibt, wenn ich jetzt hier drücke, habe ich im Moment nur die Granate quasi als zweite Option. Aber je weiter man kommt, also das ist so ein Feature, was man freispielen kann. Wieso komme ich denn hier nirgendwo raus? Ich könnte mir jetzt den Weg freisprengen, mache ich aber nicht. Dass man dann das Healen, das kann ich auch gleich nochmal in dem Menü zeigen, kann man sich dann freispielen, genauso wie andere sehr praktische Features, die man als... Oh, den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, gesnipert. Nee, doch nicht gesnipert. Aber fast gesnipert. Kann ich mal kurz zeigen? Moment, da steht's auch. Sturmsoldat hat als Kit-Inhalte Handgranate, Auto-Injector, das ist dieses Health-Dingen, und da muss man nachher Credit-Points benutzen, um sich das freizuschalten. Und dann kann man halt, wie gesagt, sich da auch tatsächlich, ähnlich wie im Singleplayer, fleißig selber heilen. Och, okay, jetzt kriege ich aber gerade ganz böse. Hast du eigentlich auch schon ein Fluggerät mal gefunden? Ja, habe ich schon. Das wollte ich eigentlich gleich nochmal zeigen, oh, wenn wir dazu kommen. Das wollte ich die Butter vom Brot nehmen. Hier. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja schön. Weißt du, das zeigt mir nur, dass ich genau deinen Geschmack erraten habe. Sowas von genau. Und dann machen wir das natürlich. Also das schicke blaue Hemd heute angezogen hast zum Arbeiten, da wusste ich, dass wir genau meinen Geschmack getroffen. Weißt du, so wenig achtest du auf mich, sonst wüsstest du, dass ich ein rotes Hemd anhab. Das hellblaue mit dem goldenen Aufschlagsaum. Oh, verdammt, da hat mich ein anderer... Ach Gott. Ganz schön, ist fies, ne? Ja. Ich habe ja auch schon so manches Gefecht hier online bei Games oder so mal haben dürfen. Das ist wirklich... in der Sendung ist nochmal ganz weit anders. Ja, also ist vor allem auch wirklich, wenn ich dann gleichzeitig mit dir jetzt auch noch rede und dann irgendwie auch so weit hier von dem Fernseher... Oh, Angreifer haben auch noch gewonnen. Na, super. Das war aber nicht deine Schuld. Nee. Du bist so spät dazugekommen. Nee, wirklich. Ich konnte hab's genau beobachtet. Ne? Da war quasi... Dank. War der Karren schon im Dreck. Danke dir, Colin. Das, du weißt, wie viel mir das bedeutet. Ich weiß, ich weiß. Und du weißt auch, wie viel mir das bedeutet. In meiner Kontoverbindung hast du ja noch. Ja, hier sehen wir jetzt ganz kurz, also wer da auch alles noch mit dabei war, dass die deutlich mehr Kills hatten als ich. Nur so eine kurze Statistik hat man natürlich auch noch dabei, als Sturmsoldat, als, habe ich hier einen Kill, und so weiter. Und so sieht man, welchen Dienstgrad ich im Moment auch habe, welche Dienstgrade da noch auf mich lauern.
Hier sieht man, welche Auszeichnungen ich schon habe und welche nächsten 5 Auszeichnungen da auf mich warten. Ist es denn so, dass du, wenn du jetzt angreifst? Achso, sorry, wenn du einmal einen angelegt hast, dass du auch über ein Match hinaus, beziehungsweise über das Ausschalten der Konsole hinaus deine Charakterwerte behältst? Definitiv, ja, ja. Also du kriegst dann so Ränge, die du nach und nach halt einfach ausbauen kannst und dann über Sarge bis General bis keine Ahnung was dann halt irgendwo kommst. Und wo ich im Moment noch nicht so genau weiß, wie sich das dann vom Balancing irgendwie ausmacht, ob das dann nicht ein bisschen unfair wird, dass die Leute, die länger dabei sind und auch schon mehr gespielt haben, tatsächlich dann ja auch noch mehr Funktionen haben, wie zum Beispiel diesen Auto-Injector, der ja nun wirklich eine sehr, sehr geile Sache ist, wenn man sich immer selber heilen kann. Ob das dann nicht ein bisschen unfair wird, weiß ich nicht. Lass ich mich einfach mal überraschen. Bin ich aber auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Okay, da hätte ich jetzt mein Scharfschützengewehr gebrauchen können. Schnell ins Haus rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass es schon gut gebalanced ist, weil es geht auch bei Battlefield nicht. Was? Wo kam der denn her? Von hinten? Das sind ja auch keine Newbies. Also das sind schon Leute, die eigentlich wissen, wie man vernünftiges Multiplayer-Online-Spiel macht. Ja, also definitiv. Und dafür muss man wirklich auch mal das Singleplayer sehr loben, weil es macht wirklich Spaß. Also ich habe jetzt, ich glaube so circa, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht so 10 Stunden gespielt. Und hab's halt, wie gesagt, auch durchgespielt. Ich erwähne es immer wieder gerne. Okay, hier komme ich jetzt nirgendwo rein. Jetzt bin ich hier eigentlich nur Passagier. Steige ich doch mal aus. Ich dachte schon, du wolltest schießen. Ich habe deinen Triggerfinger schon zucken sehen. Und was aber auch auffällt, ist, dass hier, obwohl du jetzt online bist, ist kein gigantischer grafischer Abfall hier zu bemerken. Nee, stimmt. Und du hast immer noch die ganze Möglichkeit. Du kannst jetzt hier immer noch das zerlegen. Ja, ja, wie im Singleplayer-Modus, ja? Also einfach mal ein Loch in der Wand. vielleicht ist das die Stützwand. Nimm doch vielleicht mal eine links neben dem Eingang oder so. Ja, ich meine, man hat gesehen, dass so ein bisschen weggegangen ist. Da. Ja, gut. Da, da, da. Okay, da wollte ich ihn gerade mit der Granate irgendwie hochsprengen. Ja. Das hätte auch viel Spaß machen können. Und ich muss sagen, also das ist wirklich dieses, also dass man schnell reinkommt, irgendwie schnell irgendwie auch so Erfolgserlebnisse tatsächlich hat. Machen das Online-Spiel hier wirklich gut. Und ich glaube, je mehr Zeit man verbringt und je mehr man auch irgendwie wann weiß, was wo ist. Naja klar, ich glaube auch, wenn du mit einer Mannschaft antrittst, irgendwie mit Leuten, mit denen man ein bisschen wirklich kooperativ zusammenarbeitet, dann kriegt es ja eh so ungeahnte Höhen wahrscheinlich. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst auch schon schießen. Ich habe geschossen. Ja, aber erst dann, als du schon quasi auf dem Sterbebett den Träger nicht mehr. Ich würde dir gerne den Controller mal in die Hand geben, aber weiß, nein, das wäre natürlich unfair. Ich kenne das Gefühl. Diese schlauen Sprüche von denen, die nicht selber aktiv dran teilhaben müssen. Genau, das ist echt immer unfair. So, Rennen tut mal. Habe ich schon erklärt, verdammt. Ich wollte gerade noch mal ein bisschen. Ja. Oh, Headshot hätte ich mal machen sollen. Ja, manchmal erkennt man nicht, dass es ein Feind ist. Ich war mir im ersten Moment nicht sicher. Erst als er dann angefangen hat, auf mich zu schießen, dachte ich mir, okay, der ist definitiv nicht in meiner Mannschaft. Ladung ist scharf. Ja, also man sieht es auch, es geht immer darum, die Ladung zu platzieren als Angreifer, um dann halt das Gold des Gegners quasi in die Luft zu sprengen. Was gibt's denn sonst noch so für Spielmodi im Online? Im Moment nichts. Ach also so. Es gibt nur diesen Gold Rush. Okay. Wobei es ist schon angekündigt, dass der Conquest Mode, der offensichtlich bei Battlefield mit am beliebtesten, also jetzt in der PC-Variante, mit am beliebtesten ist, der soll relativ zügig nach Release des Spiels, also, ne? Übermorgen ist es Release, dann lassen wir uns mal raschen, wie lange es dauert. Relativ zügig als kostenloser Download auch noch angeboten werden. Da geht es dann so über Tickets, die jede Mannschaft hat. Und pro Kill geht dann ein Ticket runter. Geht dann halt ein Ticket runter. Und auch über Baseneinnahme gewinnt, also verliert dann. Wow. Verliert dann der Gegner weiterhin Tickets. So dass man dann. Ja. Okay, mit was? Hat er mich jetzt erledigt? Ah, ich höre mit diesem, wo man so einen Airstrike einrufen kann. Das ist natürlich auch unfair. Ich bitte dich. So. Ist das so deine Lieblingsklasse, der Sturmsoldat? Oder kannst du nicht sagen? Weil ich glaube, das ist der 0815 Wald- und Wiesensoldat, mit dem man am ehesten irgendwie auch nicht wenig falsch machen kann. Mann! Von hinten! Da hatte ich ihn schon im Visier. Also das wird mir jetzt gerade echt ein bisschen vor. Okay, ich könnte ja mal vielleicht geh nochmal auf den Sniper. Mach vielleicht einfach den Versorgungssoldat. Du kannst dich überhaupt nicht selbst kümmern. Kann ich mich immer initiieren. Es kocht gerade in dir, ich weiß. So. Schick.
Haha, da habe ich mit dem ersten Schuss ihn direkt erledigt. Ich möchte das bitte an Ich glaube, das warst du nicht. Doch, das war du ich. Du hast zumindest nee, keinen tatsächlich. Kill angezeigt. Doch, ich hab einen Kill angezeigt gekriegt. Ja? Ja. Gut, wenn du sagst, dann wollen wir dir mal glauben. Doch, tatsächlich. Ja, okay, gut. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie stolz drauf bin oder so, aber... Ja. No, ja! Ah, wird dir immer in der Mitte angezeigt. Ah, so, okay. Ich habe nämlich nur links oben auf die... Ja, gut, du hast echt. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie dieser Conquest-Motor dann irgendwie funktioniert. Gold Rush ist natürlich auch, ist einfach nur, um das Spielthema nochmal aufzugreifen. Mhm. Ich meine, letztendlich ist es auch nichts anderes, als die Bombe zu platzieren. Wow. Ah. Ja. Wenn man als Sniper entdeckt wird, soll man ganz schnell mal die Position wechseln. Definitiv. Aber es scheint eine schöne Map zum Snipern auf jeden Fall zu sein. Ja, ich glaube, die nehme ich jetzt auch nochmal. Darüber hinaus übrigens auch der Online-Support wirklich, glaube ich, gut. Jetzt schon zu Beginn. Ah, haha. Ja, haben wir gewonnen. Glaube ich. Nee, die Roten. Ich glaube, ihr habt nicht gewonnen. Das hört sich zumindest gerade wenig erfreulich an, der eigene Funk. Ich dachte eigentlich, dass wir die Verteidiger gewesen wären. Na gut, die Übersicht ist bei mir nur auf die Map beschränkt. Also im Moment noch nicht. Aber hier immerhin 2 Kills. Ist ja schon mal in Ordnung. Also der Download-Content, den es für das Spiel gibt, auch im Moment vorbildlich, weil es gibt vor eigentlich Release des Spiels auch schon weitere Waffen, die zum Download angeboten wurden. Was ich da auch sehr schön finde übrigens in diesem Zuge, ursprünglich hieß es ja, wollte Electronic Arts ja Geld dafür haben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr vorbildlich, dass sie im Zuge einiger Dread auch Kritik gesagt haben, nee, machen wir jetzt doch nicht. Das ist jetzt Zeug, was man halt so bekommt. Ja. Finde ich wirklich sehr schön. Denn gerade waffenmäßig geht hier so viel drin. Ja, ich glaube, es gibt kaum, ich kenne zumindest keinen Shooter, der eine größere Waffenpalette hat. Kann ich vielleicht gleich im Singleplayer auch nochmal zeigen. Da geht es ja auch darum, dass man verschiedene Waffen aufsammelt. Hier wollte ich jetzt mal ganz kurz die verschiedenen Auszeichnungen zeigen, die es so gibt. Roadkills, Firearm Efficiency Trophy und so weiter und so weiter. Also hier sieht man, was man da alles noch so bekommen kann. Zusätzlich gibt es, meine Auszeichnung, Optionen. Was wollte ich denn zeigen? Ich wollte eigentlich, wo man die Sachen nochmal freispielen kann. Man kann ich jetzt auch nicht zurück. Ich glaube, das ist in dem Menü davor. Ja, wenn ich das Spiel verlasse. Nee, das will ich jetzt aber noch nicht. Ich will ja nochmal rein. Kann ich dann vielleicht gleich einfach nochmal zeigen. Nehmen wir nochmal Aufklärer. Das mit dem Snipen hat doch gerade ganz gut geklappt. Mhm. Okay, das war sehr optimistisch. Oh, da habe ich aber gerade eine fette Granate erwischt, scheinbar. Ja, die Momente, wo man nicht weiß, was einen erwischt hat, aber auf jeden Fall wurde man erwischt. Du bist übers Gewürzsäckchen gestolpert. Ja, ich befürchte das. Ja, das ist so eine Sache. Ja, wie gesagt, 5 Waffen, die man über unterschiedliche Sachen jetzt schon sich frei spielen konnte, indem man die Demo durchgezockt hat, indem man sich für den Newsletter angemeldet hat, indem man verschiedene andere Sachen gemacht hat. Das Ganze findet man bei EA einfach auf der Seite, da mal gucken. Guck mal, ob ich hier die erhöhte Position mal nutzen kann für mich. Und man kann also wirklich davon ausgehen, dass da noch einiges mehr kommen wird. Da ist rot, etwas hat da rot geleuchtet. Das sind die Guten. Das sind die Guten. So, ist noch irgendwo einer? Nein. Na toll, jetzt bin ich hier am fetten MG und jetzt kann ich da niemanden mehr ausschalten. Aber auch nicht schlimm. Ja, dass der Online-Support da auf jeden Fall hoffentlich auch weiterhin so gut vonstatten geht, wie das im Moment schon passiert. So, sieht im Moment gar nicht mal so schlecht aus für uns. Also, ich finde noch so einen schönen Sniper-Schuss noch haben. Vorsicht, von links kommt irgendein böses Fahrzeug, was gerade kaputt gegangen ist. Und auch wirklich die Übersicht. Also ich meine, ich bin jetzt echt nicht so der Online-Zocker. Und habe da immer so meistens wirklich Probleme, dann mich dann zurechtzufinden. Aber meine mit Rot und Blau, leichter kann man es eigentlich niemand. Ah, oh, fast. Ach, Snipers Hölle, echt. Da. Ah. Oh. Ja, im Laufen, man muss halt tatsächlich auch ein bisschen vorhalten.
Ja, ist es so. Weil die, die Kugel braucht tatsächlich auch noch ein Stückchen. Da war doch gerade noch einer. Ja, ich bin hier auch echt nicht in der richtigen Sniper-Position. Also, müssen wir irgendeine Anhöhe raussuchen. Wäre irgendwie deutlich besser. Ja, da schlicht doch was. Ah, knapp verpasst. Ich will noch einen erledigen. Also, ungerne, natürlich, weil das ist immer nicht so gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ja, können wir noch lange warten. Multiplayer, wirklich, also macht eine Menge Spaß. Singleplayer, aber eigentlich, zumindest im Moment würde ich noch sagen, fast genauso gut. Deswegen gucken wir uns gleich nochmal nach der Werbung eines der sehr, sehr coolen Vehicle an. Herr Gable hat es sich gewünscht und natürlich seinen Wunsch mir befehlt. Wir sehen uns gleich wieder im Hubschrauber. Allerdings. So, weiter geht's und jetzt wieder in der Singleplayer-Kampagne, nachdem ich gerade online richtig einen auf den Sack gekriegt habe, geht es jetzt um das, was das Spiel wirklich auch äußerst spielenswert macht, nämlich die verschiedenen Waffensysteme, die man so im Laufe seiner Missionen alle erhält. Am Anfang ist es immer oft so sehr repetitiv, dass man halt Auftrag hier, spreng das in die Luft, erledige das, lauf dahin, fahr dahin. Das ist am Anfang so ein bisschen, hat man das Gefühl, okay, da muss doch noch ein bisschen mehr kommen. Definitiv die Waffensysteme aber etwas, was für das Warten und vor allem auch für ja, die Ausdauer da entschädigen. Und jetzt haben wir eines der coolsten Waffensysteme, nämlich den Helikopter. Colin, du wolltest ihn, ich wollte ihn sehen, ich habe ihn bekommen. Ja. Schalte mal die Umsicht um, das interessiert mich jetzt ja mal. Ah ja, wie schön. Wie steuert er sich denn? Kompliziert oder hältst du es überhaupt Ganzen? Nicht. Also ich gehe da gleich nochmal auf die Steuerung ein bisschen näher drauf ein. Ich muss jetzt hier erstmal landen. Das ist so, also Teil des Tutorials. Ich erkläre jetzt nicht genau, warum dieser Helikopter aus Gold ist. Gibt es da eine Erklärung dafür? Da gibt es eine Erklärung für. Eine storytechnische Erklärung. Ich hab eine Idee. Soll ich das formulieren, die Theorie? Ich weiß es nicht. Kannst du sie gerne formulieren. Es würde mich interessieren, wie nah oder wie weit du von der Wahrheit weg bist. Also, die sind ja immer auf der Suche nach Gold. Ja. Und die finden das Gold, indem sie es einfach klauen und mopsen und sonst was. Und sie haben ein Problem, das Gold außer Landes zu bringen. Und deswegen kommen sie auf die brillante Idee, wir bauen uns einfach das Gefährt so um, dass wir das Gold quasi mit ihm selbst transportieren, um auszufliegen. Ich hatte gehofft, dass es eine ähnlich hanebüchene Erklärung sein würde. Falsch. Also ich kann mit welcher Erklärung soll das weniger hanebüchen sein? Na gut, wir werden es vielleicht nie rausfinden. Du wirst es einfach, ich wollte gerade sagen, wir spoilern hier nichts. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir zum Tutorial kurz. Steigen, sinken macht man mit L1, L2. Also jetzt steige ich gerade, L1. Und sinken würde ich mit? L1. Du bist zwei. Unglaublich dämlich. 1. Nach vorne fliegen mit dem linken Analogstick. Hier so hin und her. Und mit dem rechten kann ich halt diese Neigung machen. Ja. Das habe ich verstanden. Und schon geht's los. Und dann kann ich halt noch in die Cockpit-Perspektive schalten. Und natürlich noch viel cooler. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Noch viel cooler ist natürlich der Raketenwerfer, den ich damit jetzt... Aber das sind doch nur harmlose Bauern, die ihre Ernte einbringen wollen. Nein, das muss ich machen. Okay. Ich kann aber auch noch eine zweite... Wobei, also die Raketen sind schon richtig geil, weil du hast halt wirklich unendlich... Das Geräusch hört sich nicht gut an. Ja, das hört sich nicht gut an, ist aber nicht schlimm, ich ignoriere es einfach. Was ist das jetzt? Doch, quasi 80-Modus oder so? Genau, nee, das ist jetzt der Modus, wenn ich halt also nicht mehr selber fliege, sondern halt in die quasi, ja, Kanonen, wie heißt das, Kanonier? Bordkanonier-Position gehe? Ja, wahrscheinlich. Dann funktioniert das so. Ja, und das ist schon das komplette Tutorial für den Helikopter, mit dem ich jetzt hier sehr elegant auch mal die Fernsicht vom Spiel zeigen kann. Kann also, er auch tauchen? Ja, mein Gott. Was hat er denn? Du fliegst so hoch. Ja, aber das ist mir doch egal. Ja, aber ihm nicht. Zieh dich alles nach dir. Ja, aber ich meine, ich flieg doch. Da kann ich doch fliegen, wie ich will. Du stürzt auch gleich ab. Nein. Und wer hat den teuren Helikopter aus Gold bezahlt? Wir haben doch nur noch eine Minute Zeit fürs Spiel, deswegen. Flieg doch vielleicht zum Schluss nochmal so ins Wasser rein. Ins Wasser? Meinst du richtig landen oder...
ins Rheingold. Also weißt du, mit dem Gold in den Rhein, das schade. Ja, also wir haben nicht mehr wirklich lange, deswegen komme ich jetzt auch mal zu so einem Fazit. So einem Fazit. Also hat wirklich Spaß gemacht. Singleplayer relativ zügig, aber auch vorbei gewesen. Ich denke aber tatsächlich, dass das Highlight auf jeden Fall auch wieder der Multiplayer sein wird. DICE hat da einen richtig guten Job gemacht bei der Umsetzung. Ich denke, dass es vielleicht wirklich das erste Battlefield für Konsole sein wird, was auch richtig an den Erfolg für PC anknüpfen wird. Vielleicht checken wir das einfach demnächst nochmal. So ein bisschen mit so einem halben Langzeittest oder so, dass wir mal gucken. Ich denke auch. Also du wirst es ja auch bei 360 nochmal in einem Late-Special vorstellen. Mhm. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Mich hat's gefreut, auch mal später für euch zur Verfügung da gewesen zu sein. Und vielleicht machen wir sowas in naher Zukunft ja nochmal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euch viel Spaß. Übermorgen kommt raus. Kauft euch Battlefield Bad Company. Bitte drauf. Oh,